Dodgy, da Eigenschaften das aus. Ui. Jetzt geht's besser. Oh, wahrscheinlich nimmt er jetzt schon auf. Ah. So, Stufe 10 Krieger. Wird auch schon angezeigt. Nice. Helden betreten. Okay, das sieht besser aus. Könnte man nochmal die Front sehen? Ich brauche ein Ziel. The Gilden Brother. Okay. Oh, war's. Okay. Da stand das da drin. Suldasar. Dach. Da sollte ich vielleicht noch mal in Teamspeak online, ne? Connected. Nein, ist er nicht. Channel switched. Passt schon. Ah, okay, er hat zurückgeschrieben. Nice. BinTS. So, ein wichtiges Treffen. Optional. Sprecht mit Pork Blubberplop. Endet Kriegsherrin Reka Grimm. Asch. Was ist das jetzt? So, das ist das. Okay. Da durch, oder was? Jo, komme sofort nach der WQ. Was auch ein WQ ist. Keine Ahnung. Wichtiges Quasseln. Stimmt, wird mir ja angezeigt hier. Bock Blubberkopf. Bereit, etwas Geld zu verdienen? Klar, immer. Der Kriegshäuptling hat mich in die feste Grommasch bekommen. Wirklich? Ich wusste immer, dass ihr berühmt werdet. Passt auf euch auf. Und legt beim Kriegshäuptling ein gutes Wort für mich ein. Ihr braucht's, ich hab's. Haut rein! Okay. So sehen wir uns also wieder. Man erwartet euch in der Feste Grommasch. Lasst den Kriegshäuptling besser. Ach, ich soll Breker Grimmaxt, nicht Schuja Grimmaxt. Okay. Kraft und Ehre! Ja, Kraft und Ehre. So geht nicht, während ihr euch in der Bewegung. Ja, dann bewegt dich schneller. Fliegen. Aber dafür muss ich erst Level 30 sein, wie ich heute erfahren habe. Nicht mehr Level 60, so wie früher, sondern Level 30. Toll. Mein Tier gar nicht aus, ne? Eigentlich. Bin ich denn auf dem richtigen Weg? Ich hoffe mal.
Das sieht irgendwie falsch aus. Nee, nein, könnte passen. Geil. Wichtiges Treffen, bereit zur Abgabe. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition gefunden haben. Da seid ihr endlich. Der Kriegshäuptling will euch sehen. Ihr bekommt 180 Erfahrung. Für die Horde! Für die Horde! Der Kriegshäuptling will euch persönlich sehen. Lady Silvana, von eurer Tapferkeit während unserer Mission auf der Insel des Verbannten tief beeindruckt. Da ihr jetzt da seid, werde ich euch vorstellen. Was kriege ich dafür? X-Kette. Der Horde. Aha. Vielseitigkeit, Meisterschaft, also die Attribute kenne ich gar nicht. Lasst Kriegshäuptling, hier ist der erwähnte Rekrut. Mir scheint, ihr habt ein Auge für Talent, Kriegsherrin Grimaxt. Eure Talente sprechen für sich. Ich werde sie gut nutzen. Wenn wir die Allianz besiegen wollen, braucht die Horde weitere mächtige Verbündete. Nathanos, klärt den Neuankömmling über die Mission auf. Gewiss, meine Königin. Wir werden euch nicht enttäuschen. Ganz sicher nicht. Ach, warte mal, das ist die Olle, ne? Die den komischen Typen da im Intro gekillt hat. Sprecht mit Nathanos Pestrufer. Achso. Fasst euch kurz. Wir haben Prinzessin Talanyi von den Sandalari aus dem Verlies in Sturmwind gerettet. Ihr Schiff ist auf dem Weg nach Sandalar. Doch die Hunde der Allianz sind ihr auf den Fersen. Wir brauchen die Marine der Sandalari, um diesen Krieg zu gewinnen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Allianz die Prinzessin erneut gefangen nimmt. Wir werden zu ihnen fliegen, um sie zu unterstützen und dann dafür sorgen, dass sich die Sandalari der Horde anschließen. Kommt! Ich werde mir einen Weifern suchen, um die Prinzessin Talayanis Schiff zu fliegen. Für die Was? Dunkle Fürstin. Ja, hier, ich hab einen. Darf ich jetzt fliegen? Wahrscheinlich nicht. Was habe ich jetzt mit? Konzentriert euch auf unsere Mission. Bleibt Was? Großer Ruhm, wartet Was? Auf dem Schlachtfeld. Kämpft ehrenhaft und vergesst nie eure Ausbildung. Loktar Ogar! Ja, ja, Loktar Ogar. User joined your channel. Hi. Hi. Okay, geh weg, was ist scheiße. Finden wir. Oh, Videosequenz. Es scheint, die Allianzköter haben unsere Pferde verloren. 50 Mal das. Gut. Gut. Unsere Reise ist schon bald. Ding erstmal kann ihn. Oh. Ich hoffe, Silvanas Vertrauen wird nicht. Jetzt auf mich docken, ne? Ich lebe länger wie du. Echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herrin der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch wild. Kann ja nicht stand. Beide nicht. Okay, nochmal. Ich gehe zuerst rein. Und von sich überzeugt. Unser König hat mit ihr immer so seine Schwierigkeiten. O mächtiger Rezan, ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht und ich erhöre euch.
Ich bring uns Hilfe von der Horde. Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde, die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Wir brauchen Deckung! Kurs auf die Nebelbank! Die Segel! Wir haben kein Wind! Komm, ist die letzte Quest. Komm, Dominik. Komm, Dominik. Willkommen. Warte, bis ich jetzt dann erst reingehe. Beim Haus war alles auf das Haus. Dann Gerthe muss auch mit F2 gleich. Ja, hab ich ja. So. Ich hab das benutzt. Auch er? Ja. Ja? Ja. Okay, wir sind jetzt auch. Okay. Ich bin jetzt in Sandalasa. Oder Sandala oder wie auch immer. Ich will jetzt vielleicht gerade nicht damit. Ja, macht nix. So. Was wollt ihr? Battle for Azeroth. Für uns richten. Dunkle Fürstin hat ihr Vertrauen in uns gelegt. Wir werden nicht versagen. Hopser. Bewegung. Was beendet. Ah, das ist Hals. Mach das schnell, die geht nicht um mich, glaub ich. Ja. Das war gut unterbrochen. Ah, ich glaub mich. Macht's kurz. Champion der Horde, komm in den Sundersaal, Hauptstadt des Sandalari-Imperium, im Juwel aller Zollzivilisation. Aha. Reitet doch an meiner Seite, damit wir uns besprechen können, ohne neugierigen Ohren belauscht zu werden. Okay. Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmücken. Mein Vieh ist schneller als deins, haha. Wir werden nicht lang allein sein, Champion. Es gibt was über mein Königreich, das ihr wissen solltet. Sandala ist umgeben von Feinden, von innen und außen. Deswegen habe ich versucht, die Horde zu finden. Deshalb brauche ich euch, ihren größten Champion. Bluttrolle fallen von Norden ein und verschleppen unsere Leute in die Sümpfe von Nazmir. Keiner ist zurückgekehrt. Sind auf dich? Heimlich nicht bei dir. Der Rat der Sandschuli. Mit seinen Intriganten und alten Knackern redet die Bedrohung klein. Die haben meinen Vater überzeugt, nichts zu tun. Prinzessin. Ja, als ihr gingt, sagtet ihr eurem Vater, ihr werdet die Welt entdecken. Nicht, dass ihr mit den Hunden der Horde verhandelt. Ihr sollt dieses Königreich beschützen. Wenn ihr eure Pflicht nicht erfüllt, muss ich wen anders finden. Um das Königreich zu schützen, wäre es das Beste, wenn ich dieses Ding da nach Voldun verbannen. Die Horde hat in Sandala nichts zu suchen. Ihr habt nicht über das Schicksal zu entscheiden, General.
ihr auch nicht. Eurem Vater missfällt, dass ihr diese Kreaturen hierher gebracht habt. Ich soll euch umgehend zu ihm bringen. Kann der mich hindern? Ihr steht vor General Akrazit, der über die Armeen von Sondala landet. Ach, da reicht mir jemand auf. Oh, ich weiß ja nicht. Heroid des Krieges. Und ich kann euch nicht leiden. Ich habe Jahre gebraucht, um meine Stellung hier zu erhalten, nachdem eure Horde mein Volk zu Staub. Oh mein Gott. Ich heile mich. Werdet nicht nicht machen, was ich hier auch, mir hier aufgebaut habe. Richtig. Microphone muted. Richtig. So. Richtig. 20. Wir sind bereit. Komm. Ich werde mit ansehen, wie ihr vor König Rasthan. Sprechen wir in den Mikrofon. Ja. Einfach losrennen wieder. Mein Gott. Ich habe mich jetzt stumm geschalten, damit er mich zumindest nicht hört. Oh mein Gott, ich hab nicht gesagt. Das ist ganz, 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 ganz schlecht. So, und ich werde euch was flehen sehen, wenn er mich euren Kopf als Trophäe abschlagen lässt. Mein Gott, wie ist das geschrieben? Euren Leichnam werde ich ins Ödland von Voldun schleudern. Ihre Hoheit wird vielleicht protestieren, aber noch ist die Dynamit nicht trifft immer, ne? Königin. Kommt, lasst uns eurem Schicksal entgegenfliehen. Genau, auch weg von mir. Lass mich ihm heilen. Oh ne, schon wieder. Reitet auf dem Perodax, oder Streckers. Nein. Ja, glaube ich, Sound hier besser. Ich sterbe die ganze Zeit, wenn die jetzt weglaufen. Ja, irgendwie kann man tauschen. Ich kann halt länger hinhalten. Deswegen, das ist so wie es ist. Weitermachen oder einfach sein lassen? Ich weiß es nicht, das ist einfach nur nehmen. Ich weiß, wir haben keinen und das ist die letzte Quest, die wir brauchen. Ich weiß noch ein bisschen, wofür wir in einem Team spielen. Das macht nicht viel jetzt Sinn. Auch warten. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können. Klingt, als wären nicht alle vom Rat der Zanchuli froh, dass ihr hier seid. Das wird interessant. Bringt mich zu König Rastakhan. Mögen die Loa über... Mein Ort. König. Die Horde ist nur hier, um unsere Flotte für ihren untoten Kriegshäuptling zu stehlen. Dieser Champion hat der Macht von Sturmwind getrotzt, um Suhl und mich zu retten. Dafür hat er eine Audienz verdient. Genug. Ich entscheide, was mit dem Fremdling passiert. Jakrazet hat recht. Ihr braucht die Stärke unserer Flotte gegen die Allianz. Aber meine Tochter hat auch recht. Ihre Rettung hat echt Mut erfordert. Aber nur was bewundere ich. Mit mich im Tage. Ich glaube, ich muss doch Talamji fürchtet, ich sehe nicht, wer wirklich unser Feind ist. Aber ich bin nicht so blind, wie sie denkt. Lasst uns sehen, ob die Horde sich bewährt. Bringt sie im großen Siegel unter. Sie sind meine Gäste. Vorerst. Nur Sandalari dürfen diese heiligen Hallen betreten. Das Gesetz ist eindeutig. Solange ich hier König bin, sag ich, was Gesetz ist. Das ganze Königreich schaut auf euch, Champion. Mit dem heutigen Tag ernenne ich euch zur Stimme der Horde. Na geil. 40. Das kann ja 50. Was 60. Ihr steht 70. Vor König Rastakhan. 80. 90. 100.
wir kommen wieder. Für neue Erfahrung. Geil. Ey, ich bin fast Level 11. Und ich tu nichts. Eure Horde ist mächtig geworden und stellt sogar manche Trollreiche in den Schatten. Für die Rettung meiner Tochter habt ihr euch das Recht verdient, euch in meiner Stadt aufzuhalten. Und weil meine Tochter solchen Gefallen an euch gefunden hat, dürft ihr euch mit ihr im großen Siegel unter uns treffen. Die Diener unterstehen ab sofort euch. Talanyi scheint mir aufgeregt wegen dem, was sie mit euren Leuten vorhat. Was auch immer es ist, ich freue mich schon darauf, mich später darüber zu amüsieren. Da kommt einer. Talanyi wird euch einen Weg nach unten zeigen, über den ihr auch sicher ankommt. Gründet eure Botschaft. Sandala für immer. Verdammt, Jäger, so einfach, ne? Ich kenne heilen. Ich dien dem König. Beim Willen von Rastakhan. Das war wahrscheinlich nicht so intelligent. Einfliegen lassen, ohne dass General Jakrazet was mitbekommen hat. Sie warten nur auf euer Kommando. Oder was magst du denn? Ist geschafft. Oh. Heiß, ey, das war anstrengend. Also, Auspack bekommt ihr einen temporären Erfahrungsbonus beim Töten von Monstern. So, hi Dominik. Ihr könnt schnell in ein Gasthaus zurückkehren, indem eure Ruhe steigt. Mikrofon activated. Ja, hi. Dann kann ich dich jetzt auch wieder etwas hoch. So, ja. Ja, wir waren gerade mit dem Kampf. Ja, mach dir mal. Ich tue, was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. Keine Zeit für Möge Guan Samdi eure Feinde holen, bevor er euch holt. Da ist so ein komisches Wappen auf. Ich bin dauerhaft. Anje. Horde herbeirufen, erledigt. Wie läuft's bei dir, Dominik? Super. Kommt, Champion. Ich führe euch rum. Oh, gerade. Da sah, oder? Ach, du bist auch jetzt hier in Dings. Ich bin in... Es heißt, das große Siegel ist eins der wenigen Dinge im Land, die älter sind als das Imperium der Sandalari. Ich bin im Imperium der Sandalari. Der Saula. Vater bewahrt viele von seinen Schätzen hier in der Schatzkammer auf. Ist das nicht hier gewesen? Die Halle der Ur-Eulen. Der Zerreuer, ja. Was? Ist doch gewesen, ne? Euer nachtgeborenen Freund in der Halle der Ur-Eulen. Sucht mich auf, wenn ihr mit dem Umsehen fertig seid. Ganz einfach. Wissen wir das. Ja. Da, wo wir gerade Prinzessin Talanji war so freundlich, uns die ganze über ein altes Portalnetzwerk zu informieren. Wie bist du denn hier hingekommen? Über die Quest? Für die Horde! Oh, du bist gerade im Addon. Was hat hier? Okulus, seht euch das bitte näher. Ja, genau. Wir werden BFA. Nachschublinien zu den Hauptstädten der Horde brauchen. Ja, BFA habe ich nicht so viel gespielt. Champion, ihr genießt offenbar immer mehr Vertrauen bei den Sandalari. Ich muss mich nun anderen Pflichten widmen. Viel Glück. Recht mit Prinzessin Talanyi im großen Siegel. Wer ist denn euer Loa? Krieger niederen Rangs. Ich bin Natal Hakaka. Hakata. Ja. Hakaka. Denke ich nicht. Der Natal Hakata. Alter. Ich bin die Stimme des Königs, Unterbringer des königlichen Weltens. Hüter des großen Zeitplans und die Mauer gegen das gemeine Volk, das ständig die Geduld meines Fürsten strapazieren will. Meine Zeit ist kostbar, also macht schnell. Richtet dem Thron meine Grüße aus. Das große Sieg aus da oben. Also du willst nicht. Also du müssen nicht. Sandala für immer. Mein Vater glaubt, er wäre nachsichtig. Er regiert seit 200 Jahren, viele Lebensspannen für einen Troll. Aus seiner Sicht sind die Bedrohungen für unser Königreich geringfügig. Ich habe zu viel gesehen, um das zu glauben.
Da mein Vater und seine Ratgeber nicht helfen wollten, habe ich mich an jemanden gewandt, der es tun wird. Euer Kriegshäuptling braucht unsere Flotte und ich brauche ihre Champion. Ich habe hier einen Schlachtplan. Wählt euren ersten Schritt. Wenn die Horde meinem Volk hilft, werde ich der Horde helfen. Alter, ist abgeschrieben, ey. Na drin. Willkommen in Sandala. Neue Fähigkeit verfügbar. Siegesrausch. Hab ich Level Up? Ja, ich hatte ein Level Up. Du bist nicht im Kriegsmodus, wir können es nicht sehen. So ein Pech. Warum? Aber. Hm? So ein Pech aber auch. Ja, dann kann man nicht am besten. Das ist aber doof, wenn ich nicht sterben will. Hä? Wieso? Ja, sobald ich im Kriegsmodus bin, können mich doch auch die ganzen anderen, die mich abschlachten wollen, sehen. Die ist doch keiner. Und du kriegst 10% mehr Erfahrung. Und hast noch zusätzliche Fähigkeiten. Das ist vorteilhaft. Wie stelle ich das um? Du bist doch auch Grimma. Kann das nur ein Grimma an, aus, nach. Hier ist ein Portal. Hier kommst du nach Grimma. Von hier aus kommst du von Grimma aus kommst du auch wieder hier in das gleiche Portal. Habe ich nicht gerade was Neues gelernt? Kein Problem, ne? Ja, du hast doch geklebt. Ja, trotzdem. Was? Nimmt das Vertrauen von Kind. Kicken und den Speer berichten. Erst nochmal bei dir. Der Herrscher ist ein Vertrauen, sich neue Vertrauen erst verdienen muss. Das gilt auch für uns, wenn wir eine Flotte wollen. Warum ich dich da drum was hatte? Duldasar ist der Machtsitz des. Ein guter Ort, um potenziellen Verbündeten umzu. So, wo waren jetzt? Da sind die Portale. Warte mal, Gastwirtin. Komm schnell zur Sache. Ich möchte dieses. Tschüss! Ja, so, jetzt ist das mein Heimatort. Donnerfels, Okrima. Wo kann ich das da ändern? Du drückst N und klickst da drauf. N. Ich glaube, N ist liegt gerade bei mir noch. Bist du schon durch? Also N ist bei mir Spezialisierung. Und M ist Karte. Ah, da ist auch der Questlog. Ah, okay. Was ist das in einer? Klicken Sie, um die Gruppensynchronisierung zu aktivieren. Starten. Ah, da kannst du es aktivieren. Ich glaube, das brauchst du gar nicht. Alle Level. So. So, wenn du N drückst. Hä? Drück mal N und geh unten auf Talente. Außer wenn ihr im Talentmenü den Kriegsmodus aktiviert. Ah, okay. Nein, ich krieg 10% Erfahrung. Warte mal, ich muss Lil noch hier hinzufügen. Kontakt. Lee. Lee, dann Lil. Halt. Dominik. So. Bing! Neymar Nico ist jetzt online. Yay! Was sind denn jetzt meine Talente? Da drückst du unten wieder auf Talent. Ja, Talente. Und wo ist das? Top, Abenteuerführer, Sammlungen. N wie Niklas und dann auf Talente, wo du gerade auf Dings. Die Talente,
Die sind doch da, wo der Kriegsmodus war. Kann man sogar. Ach, Spezialisierung und Talent. Hä? Wo steht denn da Talente? Unten Spezialisierung und da, unten rechts daneben Talente. Nein! Steht denn bei dir, bitteschön? Spezialisierung. Da steht keine Talente. Nein. Ich gehe in den Stream. Ich meine, die vielleicht erst ab 12 oder so. Hast du noch keine Talente? Ja, scheinbar gut, nicht. Die kriegt man ab 15, wie ich weiß. Stimmt. Bei der Talente kriegt man 15, glaube ich. Ah ja, ab 15 kriegt man die. Ja. Puh. Ich hab noch zu low. Low im Kopf. Das auch. So, was ist das? Dem hatten wir ja heute auf der Arbeit. Dalaran. Zuldazar. Dann kann man noch jetzt liegen. So, sprecht mit der Prinzessin. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Das Vertrauen meines Vaters ist wirklich nicht einfach zu erlangen. Glaubt mir. Ja, schön. Rache für die Gefallenen. Jetzt, wo ihr euch ein wenig eingelebt habt, redet ihr am besten mit meinem Vater. Was? Lol. Ich kann ihn da gerade aktivieren. Ihr findet ihn im Thronsaal auf seinem Thron, umringt von falschen Beratern, die zweifellos seinen Geist mit falschen Ratschlägen verpflichten. Der Aufzug hinter euch bringt euch direkt zum goldenen Thron über uns. Gott, gehen wir mal. Hi. Hallo, der kleine Ding hier. Ja, Tag. Was ist? Da sind wir alle drei vereint. Guck mal, der sieht aus wie so. Mit echt mit Schild. Was? Spielt echt mit Schild. Wenn ich du wäre, würde ich zwei Hände nehmen. Das ist ja Furor. Ja, ich habe aktuell nur eine Waffe und ein Schild. Das ist ja blöd. Und deine Freundin ist jetzt Todesritterin, oder was? Ja, das ist die, die hinter dir ist. Sieht gut aus. Cool aus. Mir sagt der Barbar nichts hier. Ey, die Attacke kenne ich aus Warcraft 3. Die Attacke hat er mal erkannt. Es ist gut, der König gut zu sein. Denn ich könnte ein paar fähige Hände gebrauchen. Ii, du Perversling. Resan verleih euch Stärke. Mein Prophet ist ein Teufel. Warte mal, muss ich jetzt nochmal diese Zusammenquesten da aktivieren, oder was? Nein. Umsynchronisierung aktiv. Das heißt, ihr kriegt jetzt auch EP? Seid ihr ein Raubtier? Nein. Oder was bringt das dann? Die Quest haben wir schon gemacht, Alter. Ich glaube, deswegen geht das nicht, ne? Was bringt mal Gruppensynchronisierung? Beim Aktivieren stand das da. Ich hab das noch nie benutzt. Hey. Okay. Dominik hat das aktiviert. Weiß ich nicht, wo er aktivieren kann. Eine Sache, die bin ich. Ist das mal? Bei M. Ach, scheiße, ich hab wieder. Ah ja, hier. Stellt die Quest und Stufen der Gruppen wieder her. Warte mal, eben abbrechen. Super blöd. Synchronisiert euch mit Gruppenmitgliedern und wiederholt Quests mit ihnen. Und Stufen und Fähigkeiten einschränken. Ach so, wir können mit dir nochmal zusammen questen. Wenn du eine Quest annimmst, sollten wir die auch bekommen, glaube ich. Jo, jetzt hat's auch funktioniert. Jetzt werden die Quests immer alle angezeigt. Ah, okay. Quest euch mit Sol, dem Propheten in Woher Tagro. Habt ihr die Flügel? Das ist, von dem Spiel. Ist aktuell ist das sogar. Du kannst die sogar aktuell ja spielen. Das ist eine Sache von 3 Minuten. Hey, die sehen cool aus. Jetzt zeige ich, wenn wir dich dahin. Gerne. Okay.
Ich nehme einfach mal an, scheiße. Das ist eure Schuld, Prophet. Ich höre. Also kümmert euch drum. Bist du schon reich? Euer Wunsch ist mir doch aber ist das ein Reittier? Ich habe vorher gesehen, dass Voljamba nicht durch meine Hand stirbt. Dann nehmt unseren neuen Sprecher mit. Problem. Zwischen euch beiden mal wieder eingefallen. Gib mal auf die Säule beide. Hat sich als nützlich erwiesen. Ja. Ja, aber du bist doch trotzdem schneller als ich. Wir werden beide 100% reiten. Das ist nur, da habt ihr beide das Pferd. Das kostet eigentlich 30 Euro. Das kann eigentlich fliegen auch, aber... So, gut, dann müssen wir wieder runter. Wie kann man hier nochmal runter? Wir kamen hier runter. Ich wäre fast wieder da runtergesprungen. Ich habe vorhin schon mein halbes Leben verloren. Das ist das Vorteil bei mir. Warte mal. Oh. Komm jetzt da unten, wenn ich da unten ankomme. Okay, hier könnte ich vielleicht auch noch weiter ankommen. Aber fast nichts. Viertel Leben, aber... 900 Leben! Von... Warte, von 3800, ich bitte die jetzt aber. Also wieder ab nach Orgrimmar? Ja. Ich zeige Dominik jetzt, wo er die Flügel herbekommt, das finde ich mega cool. Hat was? Ja, also... Sollen wir Discord gehen, Dominik, oder? Weil meine Freundin kann kein DS kommen. Okay. Wenn wir halt wieder mit dem Handy reingehen und dann können wir uns beide hören. Wo? Ja, erlauben. Wer ist denn jetzt hier wo? Du musst erstmal rauslaufen und dann läufst du zu mir und steckst drauf. Ja, bitte. Soll was? Steigst du da drauf? Du musst nur eben warten. Ich muss gerade mal suchen. Da, drückst du Restklick auf den Drachen. Ich bin im Discord. Ich bin schon im Discord. Das ist aber ein bisschen schnell. Ja, ich hab 3 Monitore. Was willst du? Ich mach's im Handy. Was ist das jetzt für Neuigkeiten? Schließen. Oh. Stream. Beitreten. Hallo. Hallo, jetzt mal. Disconnected. Wo? Ich häng irgendwie unter der Decke. Ah, okay. Was sonst denn? Für dich. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, super, das hat gerade keine Antwort gegeben. So, jetzt drückst du auf die Frau. Ach, da, Discord reagiert wieder so kacke. Da Frau. Ja. Und dann bring mich zum Jahrmarkt. Bring mich zum Jahrmarkt. 50 Silber. Nee, 25 Kupfer. Gut, wir müssen 50 Silber zahlen. Haha. Dunkelmond Jahrmarkt. Oh, hier kann ich Alkohol kaufen. Nein, immer noch nicht. Ach, scheiße. Das war doch mal so. Da gibt ein anderes Fest für. Und da muss man das Portal kriegen. Dunkelmondinsel. Jetzt kannst du mal. Hi, wie geht's? Hi. Alles klärchen. Was? Kannst du hier rein? So, ja, stimmt, wäre sinnvoll, ne? Dauert nicht lang. Hey, jetzt habe ich auch dieses komische Pferd. Hey, ja, das hätte 30 Minuten. Minuten. Ach so. Das Nein. ist, ja, oder? Krass, dann sind ja schon 13 Minuten um, seitdem du uns das gegeben hast. Hey, warte. Nee, 20 Minuten. 20 Minuten. 20 Minuten hält das, sorry. Okay. Kriegsgeschmiedeter Nachtmahr erhöht die Reitgeschwindigkeit um 60%. Fühlt sich nicht so an. So, 60, wir haben 100. Ja, okay, wir reiten doch schneller. Irgendwann merkt man das schon gar nicht mehr. Wo waren die Flügel denn? Oh, hier war. Ach, stimmt. Hier war ich, glaube ich, erst einmal auf diesem komischen Jahrmarkt. Ja, hier kannst du viele Spiele machen, aber wir zeigen dir einfach eben jetzt die eine. Das eine Spiel mit den Flügeln.
Oh, hier ist eine Quest. Super. Was kann ich für dich heute am Ende? Ja, schon. War das wirklich am Ende? Relativ. Man sieht sich. Ist auch schon so ein paar Jährchen her. Ich muss eh selber gucken. Irgendwo die Kanone ist ganz am Anfang. War das da? War nicht die Kanone. Was? Nee, wir haben TÜV, sein Wort immer war. Hier ist das ist dann da hinten ins Wasser fallen. Anders! Okay, wir müssen eben überlegen, was war. Ja, mach mal. Hier war der Schießstand. Hier ist Gebäck. Hier war Haus zu kämpfen. Hier war auch ein Shop. War auch ein Shop. Ah, hier kriegst du Bier. Dokumont-Bier, Billigbier. Also gibt's da doch Alkohol. Ja, hier gibt's Alkohol. Aber es ist nicht das Alkoholfest. Es gibt ja ein Fest extra dafür. Aber gut. Hier, wo ich stehe, ist das auf jeden Fall. War es Bier oder die Flügel? Bier. Also. Flügel bin ich am Suchen. Trödelt nicht. Seemannskolbenflöte, das hört sich falsch an. Spielt auf der Kolbenflöte. Vorsicht, verschluckbare Kleinzeit. Alter! Das klingt so falsch. Was war denn die Funke? Ja, Biops Blase. Hier war das! Das Ganze. Hier musst du hin. Hey. Meinst du, wir sind toll? Nee. Hä? Was ist das jetzt? Was? Nee, ja. Also, ist auch nicht. Kann doch nicht sein. Wünsch dir etwas zu kaufen, zu handeln. Alles hier ist Angeln. Ja, war doch hier, du hast doch hier Nee, du bist in der Stadt hochgeflogen, vielleicht. Ja. Du bist aber nicht mehr hoch. Hey, ich hab gerade angeln gelernt. Geil. Super. Hier, die Frau hat Flügel an. Ich glaube, 15 Ringe. Hier, ganz gefunden. Alles klar, ich komme. Warte, du musst erst wissen du sein. Obviously. Du musst jetzt erst zu der Kleinen hier. Da musst du eine Tasche voller Jetons holen, oder wie die heißen. Eine kleine? Ja, eine kleine reicht. Okay. Dann musst du die. Dann musst du Restik auf die Tasche machen, dann bekommst du Tickets. Fünf. Okay. Und dann kannst du hier bei der Frau die Quest annehmen. Ja, was wollt ihr? Danach musst du. Ringe im Flug. Genau, du wirst jetzt hochgeschmissen, hast dann die Flügel an, und dann sind da so Ringe. Der musst du durchfliegen. Innerhalb einer Zeit oder so. Du musst 50 Stück durchgeflogen sein. Und danach kriegst du die Flügel. Okay. Dann musst du halt nochmal drauf drücken und sagen, ich bin bereit zu fliegen. Und dann geht's los. Warte mal, ihr habt 4 zusätzliche Rucksackplätze erhalten, weil ihr einen Authenticator und den SMS-Account-Schutz zu eurem Account hinzugefügt habt. Hey, geil. Hast du die App benutzt? Hier die. Ja, ja. Ja. Das ist schon lange. Ja, okay. Was? Wie war der Flug? Ja, ich bin ja noch nicht geflogen. Hä? Ja, du musst auf die draufklicken und sagen, ich bin bereit zu fliegen. Zeit ist Geld. Ja. Seid vorsichtig da drauf. Kann ich nicht. Die fragt mich, wie war der Flug? Beeilt euch!
Ich glaube, dass das auch ein Level bedingt ist. Warte mal. Twitch. Twitchit. Onkel Schopse. Ich will mich nicht selber hören. So, ich höre dich mal kurz nicht. Stimmt, sagt sie. Vielleicht, weil ihr das schon habt. Warte mal, ich gehe mal eben aus der Gruppe raus. Ja. Gruppe verlassen. Willkommen! Falls ihr je was braucht? Eigentlich müsste es ab Level 10 gehen. Was liegt an? Weil das ist ja mit dem Telefon. Ja. Bleib sauber! Zeit ist Geld! Schön, dass ich helfen konnte. Seid vorsichtig da draußen! Spuckt es aus! Damit um zu gewinnen. Sprecht mich an, wenn ihr bereit seid, abzuheben. Oder du musst. Einmal vielleicht mal Quest abbrechen und nochmal neu annehmen oder. Hab ich schon zigmal jetzt. Außen einladen? Durch den Bug? Ich lock mich auf. Generell. Ja, die Quest könnt ihr ja auch haben. So, gehen wir wieder rein. Ach, da bin ich wieder. Oh, guck mal. Herausforderung des Feuers. Ja, ich bin bereit zu fliegen. Spiel Jeton des Dunkelmond, ja. Viel Spaß. Ich komme nochmal 2 Stunden wieder dich holen. Was? Ich komme 2 Stunden wieder dich holen. Warum? Weil ich gleich damals lange gebraucht habe. Wieso habe ich nicht so viel Zeit, oder was? Ja, du hast immer 5 Sekunden Zeit, weil du durch einen durchgeflogen bist. Dann musst du nach 5 Sekunden wieder durch einen durchsehen. Sonst fällst du runter und bist vorbei. Okay. Mit? So, 15 habe ich. Ja, dann war's das. Ja, das war damals aber auch schwierig. Ich muss hier drauf. Das, wenn ich noch mehr sammle? Spaß, Gag. Ach, ich komm mal zurück. Gibt das jetzt? Ich hab mir wieder. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Beschwört einen feststehenden Karusselldrachen, der 3 Minuten lang anhält. Bist du fertig? Willst du mich verarschen? Hä? Hast du den nicht gemacht? Warte mal. Das war aber die Frau, 100%. Ja. War das vielleicht ein Erfolg? Dann kann ich dir mal sagen, wie das geht. Ich muss das doch mehr sein. Standard nur 15. Ja. Ich guck nie nach Erfolg. Erfolg. Ich bin ja dunkel geworden. Ah, okay. Was ist das?
Steht bei mir schon fehlgeschlagen. So. Okay, sterbe ich jetzt? Nee, du fällst langsam runter. Ah, okay. Bitte tretet aus dem Spielbereich zurück. Okay. Was? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ja. Gib mir das einmal so ein Gast rein, dem was? Was ist denn das? Ja. Sammelt während eines Fluges in der Herausforderung des Feuervogels 25, 50 lodernde Ringe. 50. Scheinbar 50, ja. Entweder 25 oder 50. Ja, was wollt ihr? Musst du machen. Kann man gucken. Ich habe das. Was? Hast du nicht besser mehr gemacht? Also musst du es. Rot von. Warte mal. Jetzt habe ich die Quest nicht. 50 dann. Ja, die Quest brauchst du nicht. Du musst einfach nur, ich bin bereit zu fliegen. Und dann musst du 50 schaffen. Wenn du 50 geschafft hast, kannst du fliegen. Ah. Deswegen war es so schwer. Deswegen war es auch so anstrengend, weil es 50 waren. Was ein Scheiß. Du musst alles perfekt abtimen, ey. Aber die Flügel sind halt geil, die kannst du immer wieder aktivieren. Okay, ich sehe gar nicht, wie viele ich habe. Oben rechts steht das. Ah, 18, okay. Okay, ich kriege aber, wenn ich schneller bin, kriege ich mehr Sekunden dazu. Ich kriege immer plus 5 Sekunden. Kann sein, das habe ich nur so in Erinnerung. Hast du 25? Ja, 27. 28. Hol die Klasse. 39. Oh, sorry. Jetzt langsam knapp. Scheiße, du musst eine genaue Richtung fliegen, eine genaue Route, ansonsten schaffst du es nicht. Jo, bin raus, kacke. Ja, es war ein paar Versuche, hatten wir auch. Aber es sind mehr als 50 da oben. Du musst nicht jeden treffen. Meine ich zumindest. Nee, das sah ziemlich genau nach 50 aus. Es waren nämlich echt nicht mehr viele Ringe, die ich kriegen musste, und es waren auch echt nicht mehr viele Ringe, die da waren. Ja, kann das genau 50 sein. Ja, aber habe ich jetzt. Habe ich mit den 20 es jetzt geschafft oder nicht? Wenn du keine Flüge bekommen hast oder so, dann nicht. Ja, ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Ich suche sie gerade. Stand die denn jetzt da? Oh Gott. Willkommen! Ist das jetzt dein Ernst? Ich krieg gar nichts. Ich krieg gar nichts. Ich krieg's gar nicht. Ja, scheinbar, weil ich die Quest nicht hatte. Nee, die Quest hat damit
mit den Flügeln nichts zu tun, meine ich. Also die kriegst du einfach, wenn du 50 gemacht hast, weil du kriegst die Flügel durch den Erfolg. Und der Erfolg sagt, du musst 50 Reifen durchgeflogen haben. Dann kriegst du die Flügel, das ist ein Spielzeug, so nennt sich das. Ringmeister sammelt während eines Fluges in der Herausforderung des Feuervogels 25 lodernde Ringe ein. Ja, danach kommt noch ein Erfolg. Zugang. Sammelt während eines Fluges in der Herausforderung des Feuervogels 50 lodernde Ringe. Brut von Alyzrazar. Ja, genau. Das ist der Erfolg. Ja, geil, scheiße. Was denn mal? Da haben wir so, wenn du zwei, drei Mal oben warst und dann weißt du ungefähr, weil die werden ja immer gleich gespawnt. Dann findest du automatisch so irgendwie so einen Flug. Und irgendwann hast du es drin. Also ich lande immer wieder bei 15 Sekunden. Hier gibt man nur ein Nissel ziehen. Nee. Hat Geduld, ja. Da kostet Geduld. Komm. Achso. Ach, das wollen wir. Ja, ja. 53. 54.
Na komm. Ich sehe keine mehr. So, 57 scheinbar. Hab alle. Ja, dann bekommst du die Prügels. Ich will's mal hoffen. Nochmal mache ich das nicht. Hallo, jetzt lass mich doch endlich auf den Boden. Mein Gott. Hä? So. Hey, wie geht's euch? Achso. Falls ihr je was braucht? Ah, da. Lodernde Schwingen. Einzigartig, seelengebunden. Benutzen fügt dieses Spielzeug eurer Spielzeugkiste hinzu. Rüstet euch mit ein paar feurigen Schwingen aus und zeigt euer Können in der Herausforderung des Feuervogels. Geil. Lädt euch in eine Gruppe ein. Hä? Zeigt an, dass ihr bereit seid, die Rolle die desjenigen zu übernehmen, der Gegnern Schaden zufügt. Ja, wäre sinnvoll. Einfach. Nehmen wir einfach an, ja. Geil. Das Warteschlange für zufällige Dungeon Battle for Azeroth. Okay. Oh. Der folgende Spieler erfüllt die Bedingungen für den dritten Dungeon nicht. Bist du niedrig auf jeden Fall. Was? Ich glaub, du bist zu niedrig. Ja. Okay. Ich bin zu niedrig? Ah, hier, warte mal. Das ist Level C, das musstest du können. Ja, hey, das geht. Hey, wir befinden uns in der Warteschlange. Sag mal, sind wir nicht Discord gegangen, damit deine Freundin auch mit rein kann, oder? Ja. Da. Hä? Lautsprecher, Handy, sitzt neben mir. Ah, okay. War halt für sie blöd, dass ich die geantwortet habe und gesagt habe, ja genau, und wir machen jetzt Dunkelmondjammer und sie so, wohin geht ihr? Zum Quest geht auf der anderen Seite. So. Geht in Frieden. Deswegen, ja. So, während wir jetzt warten, kann ich hier einen möglichen Scheiß machen, den ich will, ja? Ja, du kannst warten, eigentlich, ja. Die Kämpfe, ne? Das hat sich häufig besser gemacht. Was, ich hab hier geachtet, ne? Der Kampf mit der einen blöden Kobra. Du hast sogar ein bisschen meinen unterbrochen, so Scheiß. Meine Waffen sind von höchster Qualität. Dessen Karin, hab ich nicht gesehen, dass du was gemacht hast. Und hab ich gewusst. Dass du ihn nicht mehr als gekämpft hast, dann hast du deine Attacken besser gelernt. Ja. Geil. Alkohol. Ich bin ganz ohr. Denk noch mal eins kaufen. Oder zwei. Ascha Villa. Unterwegs. Ja, eh nicht wegen. Jetzt Standard Orbs. Vor allem ohne. Was liegt an? Das ist schön, dass ich helfen konnte. Hallo? Was ist denn? Schönen Tag auch. Dein Schild. Was machst du? Ja. Ist gegen Magieschaden. Ist gegen Magieschaden. Also, gegen mich. Läuft. Ja. Ja, und Arsch. Guck, ich hab das aktiviert. Bitte, also, es sind 10 Sekunden lang. 10 Sekunden teilt. Ja. Ich hab mir so viel gedacht, warum geht das nicht? Oh, jetzt komm ich durch dann. Und dann gehen wir noch aufgedeckt. Ja. Dann ist was. Nee, ich bin nicht mehr. Ist was? Nein. Halt also, dich jetzt geh nicht hoch. Hier ist mein Ding gespart. Schon. Stell mal, Typ. Oh.
Alter. Das ist ja nervtötend. Was denn? Die Schildkröte. Ach so. Ja, einen. Jetzt sind sie wieder weg. Ja, zwei. Erledigen wir es dann. Drei. Hab ich mich eigentlich gerade geeilt? War noch 50 Leben. Schönen guten Tag. Juhu. Schönen Tag auch. Und wir haben es auch unterschiedlich. Nochmal. Ich sinke erst mehr. Gewinn. Nee, nicht so. Hast du gar nicht benutzt? Nice. F. Oh, weißt du, was F ist? Ja, der macht so F. Respekt. Ist dann. F ist dann. Du musst halt F machen und dann R. F. Ja. Mach mal F. Und dann sagt R. Und dann haben wir aber einen. Und den ganzen Tag ist los, kann ich wieder weglaufen. Kann ich hier eigentlich auch einen Angel kaufen, wenn ich hier schon einen Angellehrer habe? Ja. Den Geist kann ich betrachten. Was habt ihr zu erzählen? Wildweise. Was habt ihr zu bieten? Ah, da, Angelrute. Warum machst du eine Schlange? Haltet die Ohren steif. Ich merke den Unterschied nicht. Deswegen mag ich damit. Nee, du hältst mir aus. Stärke. Ja, Stärke ist dann Schaden. So, aktivieren wir eins einmal, nur einmal eins dann. Warte, noch nicht. Jetzt. So, eins genutzt? Ja. Okay. Nochmal eins. Okay, war jetzt nicht viel. Ja. Dann aktivier das mal. Mach mal. Ich mach gar keinen Schaden. Machen wir vor zwei drauf und dann eins. Und eins. Und ich kann schaffen. Dieses Ziel nicht angreifen. Also drei. Einmal macht am meisten. Ja, jetzt ist schöner. Ich bin so doof zum Angeln. Wie angel ich denn? Ah, bei Berufe. Oh lol. Wir jetzt doch auch von Kugeln müssen. Wie geht das? Das würde zu ziehen. Ich muss nur sagen. Du musst die kurze Attacke an. Du meinst, ich bin zu wert. Ich bin zu wert. Gut, ich bin auch ein Joker. Also, ich weiche viel aus, automatisch. Hier ist es quasi. Dieses Plan, von der so dieses. Ein bisschen so. Wie macht das denn machen? Mein Gott, ich will doch nur so einen blöden Hering sammeln. So. Aber hat gelernt.
Seetang. Ich habe dann wohl keine Ahnung. Buschel. Teleporto Logo Fosselbub macht blau. Interessant. Teleportiert mich zur Kanone. Zur Kanone. Ich brauche keine Teleportation. Man sieht sie. Man sieht sie. Okay. Oh, ich habe ein extra Gebiet dafür und ich bin außerhalb des Gebietes, lol. Ist noch stärker ist. Ja. Ja, ne? Da geht die mal richtig ab. Kopf. Das ist ja mal OP. Hm, ich muss mehr. Okay, ich komme irgendwie nicht vorwärts hier bei dem scheiß Jahrmarkt. Ich sammel irgendwie nur Müll. Also du kannst dann also Tickets bekommen. Mit den Tickets kannst du dann Sachen kaufen. Ja, unter ja. anderem kannst du dir später so ja, Erbstücke, so nenn ich sie, kaufen. Das ist mein Motto. Dann kannst du bis Level, von Level 1 bis Level 40 auf euch auf. Wird es automatisch angepasst. Deinen Wert. Das heißt, wenn du zum Beispiel drauf warst, ich habe da zum Beispiel meine Dolche, die sind Level 1 bis 40, ja gut, die bis 34, von 1 bis 34 sind das immer die besten Dolche. Da brauche ich mir keine anderen Sorgen machen oder so. Die leveln automatisch mit, mal die Sachen. So Vorteile bietet das halt. Was gibt's? Alter, Kakao, ne? Schönen Tag noch! Die Setzlosigkeit einmal und dann. Ich brauche Schwerter, keine Deutsche. Ihr braucht Spieljetons. Ja, natürlich habe ich keine Spieljetons mehr, lol. Möchtet ihr was Besonderes kaufen? Ich habe einen Dunkelmond-Jahrmarkt-Luftballon. Wow. War damit keine Scheiße. Warum? Weiß ich nicht. Was eine Ehre ist. Mann, meine Lieblingsstärke habe ich noch nicht. Das sind die hier, Markus. Dann hätte ich das noch einmal. So, ich meine auch. Okay, ich behalte den aber. Ich kann den immer wieder rufen. Gut. Ja, ist ein Dings. Darf man nennen. Ein Haustier. Haus- und Reittier. Okay. Ein Mini-Zeppelin. Nur 1000 Gewinnlose. Vorwärts zum Sieg! Dunkelmond Panzer. Kraft und Ehre. Kraft. Hm? 90. Oh, ein bisschen mehr Schaden wäre also auch meine Ding. Der hat auch nicht mehr Schaden gemacht. Ja. Braucht ihr Hilfe? Da habe ich auch keine Probleme. Ich bin ja so also ein Wüten. Wählt weise. Ah, Erbstück gewinne. Das ist was meine.
Auch alle 50. Bleib wachsam. Ich bin ganz Ohr. Grüße. Mögen eure Reisen sicher sein. Aber sind wir noch in der Warteschlange? Ja. Was liegt da? Ja. Ja. Das Problem ist, wegen deinem Level, ne? Können wir nur in eine einzelne rein. Das ist das Problem. Später meldest du dich automatisch für 6-7 an, dann geht das auch schnell. Dunkelmond Lagerbehälter, 16 Platz. Nur ein Los. Ich habe ein Los. Was? Ich habe sogar zwei Lose. Soll ich mir noch einen schenken? Schönen Tag auch. Freunde von Graumähne sind auch meine Freunde. Diesel in einem Haustierkampf. Ja, das schaffst du nicht, glaub es mir. Genug der Plauderei für heute. Na, ihr seid ein munteres Persönchen. Besiegt Jeremy Fiesel im Haustierkampf. Ich habe nicht mal ein Haustier. Ja, lang lebe Graumähne. Ich hatte mal ein Haustier. Fällt mir gerade ein. Du hast ein Haustier, den Ballon. Tada. Was? Ist ein Haustier. Ernsthaft? Was geht euch durch den Kopf? Nikura, wer ist denn Nikura? Ja, das ist mein Main. Achso. Dann sag das bitte auch, damit ich nicht einfach irgendwelche Einladungen annehme hier. Kuchen, Gebäck und Torten. Ich hab ein Geschenk für dich. Wie, du hast ein Geschenk für mich? Geschenk? Ich komm grad zu dir. Damit du Samstag lieb zu mir bist. Willkommen. Tickets enthält 5 Dunkelmond-Tickets. Wofür braucht man Tickets? Geht auch wieder. Hä? Möge euch dieser Tag Freude bringen. Next, mein Gott. So, für das Karussell braucht ihr ein Dunkelmond-Ticket. Ah, okay. Ja, die kannst du aber vor dem Karussell kannst du die kaufen. Ja. So. Bist du? Bei einer Kanonierung. Nein. Nein. Was? Nein. Was? Okay. Ich komme sofort. Ich muss noch mal neue hinlaufen. Ich habe mein PvP an. Erreicht 5 Kanonenzielpunkte, indem ihr in der Nähe des Kanonenziels landet. Okay. Interessant. Nein. Ihr benötigt Spieljetons, ich markiere sie euch. Was mich nervt? Okay. Hier in meiner Augenzahl liegt da. Vielleicht kann ich ja hier durchgehen, nach Ruhebereich. Weil ich kann in jedem Ruhebereich. Ich denke, wir sind nach Ruhebereich. Sehr gut. Das ist so. Das ist kein Sinn. Ich bin an denen vorbeigerannt. Geil. Da. Jo. Schön, dass ich helfen konnte. Was für Umständen?
danach gehen wir auch. Sind wir dann wieder da? Achso, ich hab den Sack nicht aufgemacht. Toll. Und an den schönen guten Tag. Was hast du denn aktuell für die Inventarplätze? Wie viele? Mhm. 59, glaube ich. 59 leere Plätze. Also noch 4, 5, 6, 7 dazu. Das ist eine krumme Zahl. Also 8, 10, 12, 16 und den Rucksack. Wo hast du das denn gesehen? Wie viele Plätze du da frei hast? Unten rechts auf dem Rucksack steht in Klammern eine Zahl. Achso, ja. Wie hoch sind denn deine Taschen links daneben? Oder wie, hast du alle Taschen voll? Nein, die Taschen sind fast alle leer. Ich meine, ob du überall einen drin hast. Du kannst ja 4 ausrüsten. Ja. Wie groß sind die so? Wenn du mit der Maus drüber gehst, dann siehst du das. Habe ich dir gerade gesagt. 8, 10, 12, 16 und der Rucksack. Das hat der Rucksack okay. 20, glaube ich, ne? Ja. Man sieht sich. Nee. Welche Freude, euch zu sehen. Sehr gut. Ja, ich hab doch jetzt... Muss ich jetzt da reinspringen, oder was? Ich hab doch jetzt Jetons... Jetzt, wo ich Jetons habe, will die nicht mehr, oder was? Was ist das für ein Scheiß-Bug? Was ist denn jetzt wieder? Dreck, ey. Was denn? Die hat gerade die ganze Zeit gesagt, ich brauche Spieljetons, Spieljetons, Spieljetons. Jetzt habe ich Spieljetons, jetzt will ich die nicht mehr haben. Es gibt zwei Maschinen, ne? Sollen wir nicht auf den Sack gehen? Hey! So, jetzt komme ich zu dir. Das. Man sieht sich. Aber ich hab die. Hab ich zu wenig oder was? Schönen guten Tag. Was möchtest du denn? Mich mit der Kanone abschießen. Dann brauchst du Spieljetons, ja? Ja, hab ich. 5 Stück. Die sollten reichen. Ich hab sie bei dem gekauft, den sie mir markiert hat. Ich hab, was ihr braucht. Bleibt sauber. Jetzt habe ich 25, egal. So, warte. Da warte. Ah, da. Da, mein Geschenk. Okay, danke. Das ist. Boah! Alter! Das kannst du jetzt 8, oder der niedrigste war ja 8, glaube ich, bei dir. Den musst du jetzt leer machen, dann ziehst du den raus, auf dem anderen Rucksackplatz drauf und ziehst den neuen rein. Ich möchte den aber gerne direkt neben meinem Rucksack haben, als zweites. Ich dachte, unten wäre voll. Was? Ja, das ist ja scheißegal, wie das so ist, oder? Da. Ah. Geil, danke. Jo. Jetzt hast du das, bin ich da verewigt bei dir. Was bist du? Verewigt. Da steht hergestellt von Nikura. Jo. Weil ich die selber hergestellt habe. Mit den F-Tasten kann ich die öffnen, okay. Sonst habe ich nichts für das Video. Das ist Stoff. Das ist richtig. Die werde ich wieder. Seid ihr aber groß! Hinfort, hinfort! Willkommen im Dunkelmond. Rennen. Ja, das Rennen kann ich abbrechen. Das...
So, menschliche Kanonenkugel. Das würde ich gerne machen später, aber ich kann nicht mit meinen Gesetzen machen. Das ist Kacke. Ich würde euch einen schönen Kack. Ja. Ich würde das gerne auch wie Gold oder sowas später tun. Von meinen Dings. Aber ich kann nicht das machen von Kontrol. Hä? Wie senke ich denn die Flügel ab? Scheiße. Früher, ne? Ich muss das gestern Donald mal erzählt. Früher war ein Magier unter anderem Eider. Okay. Soweit ich weiß schon, die konnten eigentlich relativ gut heilen. Keine Ahnung, ich kenne das nicht. Alte WoW-Geschichten. Ja. Aber sowas von. Nehmen wir das mal ein Biester hier. Was? Das ist hier mal ein Biester. Das ist eigentlich mein Hauptcharakter hier. Okay. Kannst du bisher nicht. Der Fuchs sieht niedlich aus. Ja, der kostet Geld, kannst du im Shop kaufen. Mhm. Kann ich auch sein lassen. Und den hier, der ist cool. Ja, der ist ein. Ja, den hatte ich auch mal überlegt, aber das war mir dann irgendwie zu doof, weil der nicht fliegen kann. Doch, kann ja. Ah, okay, damals nicht. Ich hab noch den hier. Ach, vielleicht hätte ich mal lesen sollen. Scheiße. Du musst eins drücken. Unter dir ist ein Kreis. Oh ja, stimmt. Okay, das war etwas zu spät. Gut. Krieg ich hin. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deine Freundin ist jetzt offline. Ja, es ist wieder auch on. Stock. Geht da noch nicht. Das hab ich noch nicht autorisiert. Oh nein, wenn ich nicht autorisiert. Ja. Oh, ich bin so lang. Da, warte mal. Welche findest du am coolsten? Was? Welche findest du am coolsten von denen hier? Warte. Den? 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 Das sind alles gekauft aus dem Job. Also am coolsten glaube ich diesen komischen Drachen, am niedlichsten den Fuchs. Okay. Also den kann man bekommen. Was? Den kann man bekommen. Okay. Ja, auch das nett. Ist deiner. Das ist dein Reittier. Hab deinen gefunden. Sakura ist jetzt online. Und das ist der, den ich halt auf der Arbeit erzählt habe, den ich mir gekauft habe für 100.000. Lol. Ja. Der kann auch fliegen. Nur hier nicht. Ach scheiße, warum nehme ich nicht den... Den blöden Volltrottel, der mich zur Kanone teleportieren kann. Ja, den kannst du die ganze Zeit nehmen für 10 Cent oder bis auf 10 Kupfer. Ja, das fällt mir aber jetzt erst wieder ein. Schönen guten Tag. Man sieht sich. Ich bin jetzt auch lol. Fällt dir nicht auf? Das hier. Oh, scheiße. Ah, das war etwas zu früh. So. Hey! Ich geh doch. Nein.
Bei mir sagt er nichts. Ha! Ja, wo wird er sein? Ist der Kack funktioniert? Geschafft. Kann ich das jetzt eigentlich immer wiederholen oder muss ich jede von diesen blauen Quests jeweils einmal machen, um einen Picker zu kriegen? Ja. Jeden Tag werden die resettet. Die blauen Quests sind immer Tagesquests. Also kann ich nichts irgendwie immer wieder wiederholen und dadurch dann so Tickets kriegen. Nee, wäre zu einfach. Beschwört eine feststehende Karussellrakete, die 3 Minuten lang anhält. Toll, super. Der Schrott kommt mal da rein. Der ganze Kram. Hier. Ich hab einen Namen. Nur auf meinen Namen. Oh. So, was soll ich hier machen? Hau den Knoll. Wie funktioniert Hau den Knoll? Ihr gebt mir ein Spielgeton. Ich gebe euch einen Hammer. Daraufhin tauchen Knolle aus den Fässern auf dem Spielfeld auf. Kriegt die Knolle mit eurem Hammer und Punkte zählen. Jetzt wird's etwas komplizierter. Es gibt 3 Arten von Zielen: normale Knolle, Hogger und Babys. Normale Knolle gewähren euch einen Punkt, wohingegen euch Hogger 3 gewähren. Aber Babys, ein Baby zu schlagen, haut euch von den Füßen und betäubt euch. Also lasst die Babys in Ruhe. Wenn ihr in der veranschlagten Zeit nicht genügend Knolle schafft, könnt ihr es zu einem weiteren Jeton noch einmal probieren. Die Punkte nehmt ihr in die nächste Runde mit. Ach cool. Wie viele? 30 Punkte. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Da bin ich. Was? Da bin ich, hab ich gesagt. Ja, warte. So, da. Digga, ich bin gerade am Krüppeln. Er ist am Krüppeln, okay? Er krümmelt sich gerade an. Ja, genau. Im Jahrmarkt. Wegen das auch. Wie viele Punkte hatte ich jetzt? Seid gegrüßt. Hey, ich hab's geschafft. Geil. So kämpft denn wohl. Was? 30 Punkte. Dort stehe ich ein Ticket und. Dunkelmond-Tiger. Ein Sandkastentiger, der 3 Minuten stehen bleibt. Wow, geil. Bot. Den behalte ich. Ich soll das mit ihm machen. Ich will das nicht behaupten. Ich weiß eigentlich verkaufen. Oh, ein Kupfer, Wahnsinn. Was? Okay. So. Ich muss jetzt aber auf. Was? Ich muss heute für heute offline. Okay, alles klar. Sind wir nicht mehr in der Warteschlange? Nee, jetzt nicht mehr. Achso, okay, alles klar. Ja. Dann musst du Rupp verlassen, dann drückst du I und dann kannst du selber reingehen. Okay, ja, also ich verlasse auf jeden Fall schon mal die Gruppe und dann gucke ich mal, was ich gleich mache. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eben kurz eine kurze Pause. Okay. Alles bis morgen. Klar. Jo, ciao. Ciao. Sei vorsichtig. Mann sieht sich. Komm.
Kommt und holt den Voodoo. Haltet euch vom Voodoo fern. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Was ihr wollt. Ich kann das nicht angreifen. Ganz ruhig. Mögen. Hey, ein weißer Sandkastentiger. Wahnsinn. Gut, was können wir hier noch machen? Da irgend so ein Panzerding. Aber ehrlich gesagt habe ich gerade gar keine Lust. Dunkeljahrmarkt, bla, gedöst. Daher. Voll. Jetzt mal eben kurz. Weißt du was? Ich beschwöre mir jetzt den Tiger. Setz mich da drauf. Und jetzt mache ich mal eben kurz Pause. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Sag mal, wer gammelt eigentlich die ganze Zeit in meinem Chat? Titan! Hi Titan! So, trinken wir noch ein Bierchen. Prost. Fühlt ihr euch betrunken? Okay, dann wanken wir jetzt mal zum Portal. Zwei, drei Quests. Halbe Stunde, Stunde bleibe ich bestimmt dran. Herzlich willkommen auf dem Dunkelmond, ja, mal. Ja. Gemeinsame Nutzung des Landes. Was wird denn Höhenfahrt? Vielleicht sollte ich aber lieber erstmal Bruckner Hüss da die Quest. Ich hab laufen. Geil. So. Ziele. So. Oh, da ist noch eine offenbare Quest. Bin doof, oder was? Kochkunstlehrerin. Kann ich Lagerfeuer machen? Hier gibt's nur Spitzenqualität. Sprecht los. Ich mag die Art, wie eure Horde vorgeht, Onkel Schubser. Starke Anführer, vereint ihr in ihrem Ziel stabile Versorgungslinien. Rekrutiert ihr? Ich hab geschworen, die Königsfamilie zu verteidigen. Uah. Okay, was war das jetzt hier? Der Rat der Zanchuli, ihr da, Stimme der Horde. Meine Spione haben mir vom finstern Ketzereien berichtet, die sich in unserem heiligen Tempel von Zanchul abspielen sollen. Der König hat Loti Umral losgeschickt, damit sie die Lage dort klären, aber die zwei Streithähne von Ratsmitgliedern können gegen ihre eigenen Anhänger anscheinend keine Härte zeigen. Wir bräuchten also jemanden der richtigen, neutralen Härte. Der richtigen. Trefft euch unten am Zocalo mit Kriegsdruidin Loti und lasst euch von ihr den Rest erklären. Okay? Dann haben wir Tal Gurub. Trefft euch mit Sul, dem Propheten, in Tal Gurub. Mein Prophet ist ein treuer Diener, aber er hat seine eigenen Vorstellungen von der Ordnung der Dinge. Ich sende ihn nach Tal Gurub, um dort ein durch ihn verursachtes Schlamassel wieder in Ordnung zu bringen. Einer seiner Schüler, ein Hexendoktor namens Volyamba, hat die Enklave der Gurubashi eingenommen und meine Wachen vertrieben. Trefft euch im Tal der Gurub mit Sul und kümmert euch um dieses Problem. Stellt sicher, dass ihn nichts ablenkt. Sul, das klingt nach so einem Ogre. Der Hafen von Sandala. König Rastakan hat mir befohlen, den Hafen von Sandala zu erkunden. Prinzessin Tal Alanyis Vorwurf
General Iakrazet hätte nicht ordentlich für die Sicherheit unseres Königreichs gesorgt, ist eine schwere Anschuldigung. Ich möchte deswegen, dass ihr mitkommt und mir eure Sicht eines Außenstehenden schildert. Trefft mich am großen Bazar, wenn ihr bereit seid. Okay, das machen wir dann wahrscheinlich später. Beweist eure Stärke, grausige Trophäen. Achso. Grausige Trophäen, ist ja Wesen töten, die euch Erfahrung oder Ehre gewähren und den Abenteuer für eure Tumpen und Jamax bei euch tragen. Ah. Fisch im Schlafrock. Gut, das machen wir später. Dann machen wir erstmal das, dann das da unten. Okay. Hin. Und dann können wir da rüber. Okay. Da sah Aloha. Mücke. Protosaurus. Sogar Dinos. Der Zuccalo. Müssen wir zu ihmchen? Braucht man bei ihm? Braucht ihr Schutz? Sunfuel ist derzeit für Zivilisten gesperrt, Krieger. Okay. Benehmt euch in unserer Stadt. Ah, ich bin eben. Findet ihr schönes Nix? Radokunde. Da! Die Macht der Loa ist stark hier. Wir kommen auf den Stufen von Chanchul, Onkel Schopse. Gleich betretet die heiligen Boden. Okay. Ihr kommt genau zur rechten Zeit, Onkel Schopse. Ich kann eine Waffe wie euch gut gebrauchen. Ich bin doch keine Waffe. Ich bin ein Blutelf. Jasmas Spione sagen, es gäbe Blutkultisten unter unseren Leuten. König Rastakhan hat mir also den Auftrag gegeben, alle Trolle, die mit Blutmagie rumfuschen, zu jagen und aus dem Weg zu räumen. Nehmt das Totem da, findet diejenigen, die nach Blutmagie stinken und macht sie alle. Wenn das erledigt ist, sagt ihr dem faulen Hexfürsten Rahl, er soll sich mal dazu herablassen, hiermit für Sicherheit zu sorgen. 9 Purpurkultisten auf der Terrasse der Auserwählten. Lasst das Tierstrahl, könnt ihr am anderen Ende von der Terrasse finden. Richtet ihm von mir was Beleidigendes aus. Aha. Terrasse der Auserwählten. Kein Ziel. Ich bin außer Reichweite.
ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ziel. Okay. Erledigt. Dann. Hä? So zu dem? Ach ja, mit stimmt. Mit den weisen Worten meines Lohrs. Diese greifende Übereifrige beschuldigt mich, nicht meinen Beitrag geleistet zu meinem Beitrag zu leisten. Ja. So, was? Ich wette, Loti wollte, dass ihr alle Trolle tötet, die mit Blutmagie zu tun hatten, richtig? Aber damit ist die Sache noch nicht erledigt. Die Blutmagie ist schon uralt. Und unsere Leute sind ihr erst erlegen, seit die Mauern an der nördlichen Grenze gefallen sind. Kommt, wir machen einen Ausflug und patrouillieren die Grenze zu Nazmir. Von da kommen all diese bösen Gedanken. Patrouilliert den Himmel mit Hexe. Ah, so, was kriegen wir denn da? Okay. Ende. Da, ja. Plus 2 kritischer Trefferwert. Plus 2 Meisterschaft. So, dann nehme ich wohl eher das. Warte mal. Naja, doch. Möge Paku eure Feinde finden, bevor die euch finden. Gut, quatschen wir nochmal mit ihm. Euren Lore mit. Lotis Ansatz ist mir zu bodenständig. Ich mach das lieber aus der Terror-Dux-Perspektive. Aha. Fliegt mit Hexfestral durch die Lüfte. Ich zeig euch die besten Ecken. Und ihr habt dann die Ehre, mal so einen Totem des Scharfsehers runterzuschmeißen. Vor so ein paar Jahren wurde dieses ganze Land vom Kataklysmus erschüttert. Da haben wir das erste Mal richtige Blutmagie zu spüren bekommen. Nicht den Kinderkram der schwächeren Stämme. Unsere Verteidigung wird schwächer. Prinzessin Talanji fragt schon länger nach mehr Truppen, aber ihr Vater reagiert nur langsam. Also, es vergeht keine Woche, ohne dass sich nicht irgendwelche Sandalari der Blutmagie zuwenden, die sie von den Frieslern in Nazmir gelernt haben. Irgendwas fühlt sich komisch an. Ich spüre eine große Macht im Innern von Sanchul. Stormtrooper! 6 Zuschauer in die Humorhöhle. Wann habe ich das denn eingegeben? Nabend, liebe Leute. Alles fit? Wie geht's dir stets? Wie war der Stream? Ich setz euch mal bei Loti ab. Sagt ihr, die Quelle der ganzen Probleme ist vielleicht direkt in Sanchul. Nein. Moin. Ja, komm, kannst du nicht einen Ticken schneller fliegen? Das ist schön, das freut mich. There's no game hast du, glaube ich, habt ihr, glaube ich, gezockt, ne? Loti, da. Ich diene Gonk, dem Meister diese der Formen. Haken, Nasen, Stoß, Zahn, Visage. Wollt ihr euch also mit einem kleinen Ausflug beeindrucken, ja? Das ist korrekt, wir haben ein Nichtspiel gespielt. So, das hat man gesagt, nehmen wir. Lasst euch nicht sehen! So, stimmt, so war das. So, Müll kann verkauft werden. So.
Ordnung wiederherstellen. Irgendwas fühlt sich komisch an. Sonst hat Rahl nichts gesagt. Sein Terror-Dachs-Schwarm rattert überall im Hof von Samtschul rum. Die sind verrückt geworden. Verscheucht sie, bevor sie sich oder andere verletzen. Machen wir. Der Hof von Samtschul wurde von Deterror-Dachsen, mein Gott, überrannt, die durch irgendein dunkles Ritual verrückt geworden sind. Das ist irgendein... Da ist irgendeine dunkle Macht am Werk. Und man kann nicht sagen, wer oder was dahinter steckt. Boah, ich hoffe, dass das nur hier in diesem Gebiet so ist, dass sie so schreiben oder so sprechen. Mein Gott, ey. Ich muss die Quelle dafür finden, in der Zwischenzeit zieht mit Gongs Dunst in den Kampf. Seine Verbündeten werden euch helfen. Tötet diese verrückten Terror-Dachse. Wenn das erledigt ist, sagt ihr Rahl, dass er seinen Schwarm unter Kontrolle halten soll. Für das Rudel! Bin ich ein Laufbursche für zwei Leute, die sich nicht leiden können? Geil. Glitzert. Guck mal, jetzt bin ich ein Glücks-Pokémon. Hallo? Und da. Soll ich die verscheuchen? Ach, die Jungen soll ich verscheuchen und die blutrünstigen Dinger soll ich... Ah, da ist so ein blutrünstiges Ding. Okay. Oh, ist schon tot. Ja, verscheucht. Da ist noch so ein Bluthund hier. Hm? Ich muss näher ran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Mein Gott, nicht mal von hinten. Was anvisieren.
Boss von Gong? Boss von Gong? Hä? Hä? Ach komm, nerv mich. Paku, einem von Ordnung den Ältesten. Warum verscheucht ihr meinen Schwarm? Weil Loti das gesagt hat. Musst du dir so viele töten? Ja, weil Loti das gesagt hat. Oh, 2 Gold kriege ich dafür. Krass. Da habe ich mittlerweile 10 Gold habe ich schon. So, extrem gestiegen, ne? Ja, ich weiß, dass diese Situation ernst ist. Aber sie hat euch die Macht von ihrem Loa überlassen. Klingt für mich, als wird Loti sich mehr um die Rekrutierung kümmern, als um die Bedrohung durch die Bluttroller. Im Tempel hinter mir gibt's 3 Wächter. Als ich dort reinging, wollten die mich töten. Mich. Ja, und? Irgendwer hat unsere eigenen Wächter verderbt. Verderbt. Ah. Hier, ich werde euch die Stimme von meinem eigenen Lore, Paku, dem Pterodax, leihen. Verwendet sie, um diese Verderbnisse zu beseitigen. Mögen die Kriegswinde immer günstig für euch stehen. Wow. So, okay. Ist noch nicht bereit. Ja, ist ja okay. Ich kann meine Flügel noch nicht machen. Schade. Chaos Dämon. Hab dich gesehen. Ich bin außer Reichweite. Es ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Schradra-Krabbler. Toll. Alter. Das mit dem Reittier beschwören hätten die auch ruhig mal schneller machen können, ne? In dieser Form traut ihr euch unter Leute? Geil. So, was?
Es gibt eine gute Nachricht. Wir haben die Quelle der Verderbnis gefunden. Die schlechte Nachricht ist, dass es sich dabei um ein Ritual auf dem Gipfel von Sanchul handelt. Diese Ketzer wollen irgendein Terror-Troll da oben mit ihrer Blutmagie stärken. Könntest du dich alle aufhalten? Darüber, wie der an uns vorbei auf den Gipfel gekommen ist, werden Rahl und ich bestimmt noch jahrelang diskutieren. Kommt, lasst uns die Ketzer aufhalten. Dregada, okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Verprügler-Streitkolben. Und ein Schwert. Ich glaube, dann nehme ich doch eher... Schwert. Habe ich 35 weniger Rüstung, aber... Überhaupt. Ah, ich kann auch keine 2 tragen, oder was? Echt nicht? Ich glaube, ich nehme trotzdem lieber das Schwert. Wählt euren Noah ja. Mit Bedacht. Was kannst du eigentlich? Die Himmel sind meine Augen. Ruf, könnt ihr euch ansehen, welchen Ruf ihr bei anderen Fraktionen in der Welt genießt. Charakterinfo-Button. Ach ja, und da Ruf. Oh, neutral. Dunkelmond, Jahrmarkt, neutral. Silbermond, freundlich. Aber auch nur, weil ich ein Blutelf bin. Gewinnloser Dunkelmond, Jahrmarkt. 4. Ein Gastdozent. Ah, okay. Set. Was? Ich muss näher ran. Schwester! Aha. Ich will von dir nichts mehr über meine Schwester hören. Oh, was? Einen wesentlich stärkeren Streitkolben bekommen, als ich in der Quest kriegen würde. Das sind Zweihandstreitkolben. Ah, okay. Sehr langsam, ne? Ja. Jetzt. Ich würde 35 Rüstung verlieren, aber ansonsten alles besser. Nehmen wir den mal. So, und jetzt noch mit hier da quatschen. Schon mal das Tier rausgelassen? Erfahrung. Okay, krass. Fast Level 13. Das geht jetzt schon lang genug so, Onkel Schopse. Ich bin nicht beleidigt, aber ihr könnt nicht weiter mit Rahls, Lore und meinem herumspielen. Ihr müsst jetzt Lore wählen, denn Lore teilen nicht gern. Wählt einen Lore. Augonk, Meister der Formen und der Herr der Jagd, ist ein mächtiger Lore. Der kann euch die Stärke von seinen vielen Totems in der Stadt gewähren, die eure Geschwindigkeit erhöhen, wenn sie nah sind. Naja, wenn man gern rumrennt. Wenn ihr lieber fliegt, besucht Paku, Loa der Winde.
Von ihren Totems gibt's zwar weniger, dafür könnt ihr fliegend eure Wege durch die Stadt abkürzen. Ich nehme den. Ich diene Gonk, dem Meister der Formen. Ich bin Kriegsdruide Loti, spreche für Gonk, den Loa der Formen und Meister der Jagd. Ich bin auch ein Mitglied im Rat der Sanchuli, aber das habt ihr sicher schon gewusst. Eine fällige Entscheidung. Klasse, gute Wahl. Und jetzt reitet mit mir und lernt euren Beschützer kennen. Reite momentan ja eh, ich kann ja eh nicht fliegen. Ihr findet Gonk in seiner Höhle westlich von... Im Garten der Loa. Wow. Okay, ich glaube, ich mache gleich Schluss. Und dort seht ihr sicher seine Totems. Wenn ihr in der Nähe von denen seid, erhöht sich eure Geschwindigkeit. Ihr werdet so lange weiter diesen Tempel von den Ketzern säubern. Und benehmt euch in Gegenwart des Loas die Kehle raus. Geht mit Gonk einen Handel ein. Wählt euren Loa mit Bedacht. Um 75 verbessert. Nein. Geschichtsfortschritt 0 von 7 Kapitel. Ah, oh, krass. Ja, das muss ich auch noch machen. Okay. Was? Probleme am Wurzelpfad. Tötet aggressive Wildtiere. Hä? Gorilla-Kram. Tötet Gorillas der Dakar. Das Riesenflutz. Okay. Sag mir, kleiner Bruder, seid ihr wegen eines Handels zu mir gekommen? Vor langer Zeit habe ich mich entschieden, es meinen Anhängern zu überlassen, welchem anderen Loa sie noch folgen wollen. Doch für meinen Segen verlange ich, dass ihr für die Bewohner Suldasars ein Zeichen meiner Macht seid. Wenn ihr meinen Segen wünscht, kehrt zu den Stufen von Dazar Alor zurück und errichtet einen Schrein für mich, der eines Gottes würdig ist. Tut dies und ich werde euch als Teil meines Rudels betrachten. Akzeptiert ihr diesen Handel? Bringt oh ja. Eurem Rudel Stärke. Okay, jetzt muss ich die komische Droidin finden. Die ist... Okay, die ist jetzt natürlich wieder da. Ein Haufen Schrott. Gehen wir jetzt erstmal eben dahin. Das könnte ich ja eigentlich auch später machen, oder? Komm, ich gehe erstmal zu der. Mach erstmal das.
Oh, Monster überlebt mit 8 HP und ich bin tot. Ja, das ist doof. Bist du? Handwerkswaren und Reparatur. Luxusimporte sind mein Geschäft. Handwerksmaterial. Was treibt ihr hier? Nichts Besonderes. Immer schön aufpassen. Guck mal, der hat noch irgendwas. Rummelmeister. Wer seid ihr denn? Dreht mir besser nicht den Rücken zu. Was wollt ihr, Tastermann? Hey, Mann, wer seid ihr denn? Warum hackt ihr auf mir rum, Mann? Ich mach ja nur mein Ding. So ein Troll bin ich nicht, Mann. Sandalari haben Ansprüche. Finger weg, Tastermann. Hey, Mann. Was treibt ihr hier? Voll geil. Ich find's gut, dass sie das von Warcraft immer noch übernommen haben. Was wollt ihr, Tastermann? Okay, ich sag das Gleiche. Was treibt ihr hier? Was wollt ihr, Tastermann? Wer seid ihr denn? Hey, Mann. Okay, die klingen jetzt irgendwie nicht wirklich weiblich. Heiße Hütte. Eis und Trank. Wollt ihr handeln? Alter, 66 Gold. Alter. Alles hier ist käuflich. Aber es lässt einen glühen. Ja, irgendwie schon cool. Luxusimporte sind mein Geschäft. Ein typisches alkoholisches Getränk. Angebote vergleichen. Hier kommt wieder. Wollt ihr die heiße Hütte zu eurem neuen Heimatort machen? Nee. Das war irgendwie cool, aber. Wusste jetzt auch nicht unbedingt. Oh, da gibt's eine Quest. Geschichten. Dreht mir besser nicht den Rücken zu. Erzähler. Was treibt ihr hier? Toko. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Inschriftenrunde. Inschriften zu erschaffen. Pigmente aus gemahlenen Kräutern, die mit der Kräuterkunde fertig gesammelt werden können. Aha. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Weibermann. Oh, 16 Grad. So viel Krempel habe ich momentan noch nicht. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Nicht den Rücken zu. Händler. Alter. Hier gibt's das gute Zeug, Mann. Was hat euer Aufenthalt für einen Zweck? Typische Schnappe auf dem Zuccaro. Ja, okay. Sandala für immer. Ich
außer Reichweite. Ich glaube, ich nehme mal wieder das hier. Ein Schildschlag. Ich muss näher ran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Bin außer Reichweite. Ein Stück noch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ein noch. Folgt dem Großen. Oh lol. Oh, ich dachte, das wäre schnell erledigt, mal eben nebenbei. Wechselt das mal? Ja doch, das wechselt. Bringt euch zum Schrein der Aasfresser. Ein Dieb, der von Dieben stehlen will? Dieb und Mörder, hört mich an. Ihr steht vor dem Patron der Sammler, dem Fürst der Diebe. Dem Fürsten, der die neue Fähigkeit hängt. Hä? Die hab ich doch schon. Dem Gott des Mülls, dem Herrscher über Gesindel und dem Wahrer der Geheimnisse. Ihr steht vor mir in einem Gewand, so kostbar wie das Gold mehrerer Königreiche und mit Waffen, die mehr kosten als selbst meine treuesten und angesehensten Anhänger je verdienen werden. Scheint mir ein guter Zeitpunkt, euch eine Lektion zu erteilen. Jetzt könnt ihr in all eurer Macht und Pracht erfahren, wie es ist, den Müll zu wühlen zu müssen. Überlebt die Prüfung des Jahres. Seid ihr nicht mehr so groß und stark, was? Geht, mein Diener. Geht und findet diese Ratte Nokano, die euch befohlen hat, meine Art zu töten. Beißt ihn und verdient euch eure Gestalt zurück. Müllhaufen ist ein Ort, wo man sein Zeug aufbewahrt, während man loszieht, um mehr. Ja, lol. Vorsicht vor Spinnen, mein kleiner Saurit. Ich bin vielleicht der Gott der Geheimnisse. Aber Jasma ist die Herrin der Spione. Sie liebt es, ihre huschenden Späher in mein Reich zu schicken, immer auf der Jagd nach meinen Kindern. Blöder Saurit, seid ihr wieder tot?
Für die einen ist es eine Müllhalde. Für die anderen eine Fundgrube. Okay, nette Quest. Aha, gut gemacht, reicher Fremder. Haltet in diesem Land die Augen offen. Könnte passieren, dass euch eins meiner Kinder auf einen interessanten Ort hinweist. Sucht Freundschaften auch im Krieg. Okay, das ist nochmal durch. Müllhaufen ist ein Ort, wo man sein Zeug aufbewahrt, während man loszieht. Okay. Tempelkäfer. Ja, okay. Ich würde sagen, wir sollten mal eben zurück zu der anderen. Gucken wir, die liegen hier alle noch. Die gerade getötet oder war ich das noch? Sind das die, die ich getötet habe? Gar nicht. Nicht, dass sich meine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht hat. Ja, dass ich da hin muss? Nein. Das ist das Problem bei diesen komischen Anzeigedingern, ne? Man folgt denen irgendwann einfach blind. Hilfen und Runen. Wollt ihr handeln? Angebote vergleichen. Hier gibt's nur Spitzenqualität. Geht nicht mit leeren Händen. Ja doch. Bringt mir nichts. Ich muss hoch. Muss ich auch irgendwo hoch? Oh, Waffenkammer. PvP Heilung. Was? Danke. Denken. Tja, war wohl nicht so gut. Scheiße. Gut, dass man tot nicht sterben kann. Her zum Friedhof? Kann ich nochmal von vorne laufen oder was? Ach guck mal, da ist meine Questgeber. Ja, geil. Okay, so geht's auch. Die Macht der Loa ist stark hier. Oh, sehr gut. Er hat euch also nicht die Kehle rausgerissen. Gutes Zeichen. Kommt, lasst uns allen zeigen, wen ihr gewählt habt. Lasst das Tier raus, Mann! Geil. Jetzt, da ihr Loa-Schutzpatron für eure Zeit in Suldasar erwählt habt, solltet ihr dem König von eurer Entscheidung erzählen. Er wird Wohlgefallen daran finden, dass ihr euch für den mächtigen Gong entschieden habt. Sprecht mit König Rastakan. Auf, dass ihr immer eure Feinde erschnüffeln könnt. In so einem Fall ist Fliegen echt. Mach noch schneller. Danke. Ich weiß, dass das überhaupt was bringt. Auch das eben nicht.
den doch wieder an. Kann nur draußen benutzt werden. Was? Geh. Oh, okay, wenn ich laufe, bringt das wirklich was. Ey, König. Hab ich Quest. Es ist gut, euch also der für König den Pfad zu sein. Entschieden. Möge der Loa euch Spuren eurer Feinde zeigen. Ich persönlich folge dem Pfad von Resan, dem Teufelssaurier Loa, der Könige. Wir haben allerdings seit Jahren nicht mehr gesprochen. Vielleicht sollte ich ihn mal wieder besuchen. Aha. Toll, hätte ich also doch besser gesagt. Resan verleih euch Stärke. Egal. Willkommen in Suldazar. Meine Tochter will ich. Hält die Bedrohung in Nazmir für so groß, dass wir unsere gesamte Armee an die Nordgrenze verlegen müssen. Sie ist jung und ungeduldig. Sie versteht nicht, dass die Bluttrolle unser Volk schon seit Generationen belästigen. Aber wenn sie glaubt, die Horde könnt ihr helfen, dann bin ich gespannt darauf zu sehen, was ihr fertig bringt. Etwas Erfahrung im Umgang mit fremden Völkern tät ihr jedenfalls gut. Falls ihr aber was zustößt, dann werde ich eure Horde zur Asche verbrennen und eure erbärmliche Sammlung aus Ruderbooten zu Treibholz verarbeiten. Viel Glück. Sandala für immer. Ja. Vorsicht, Tote. Okay, geil. Ja, die Questreihe ist also fertig. Ein Haufen Schrott. Schon wieder? Hab ich doch gerade erst gemacht. Ja, dann müsste ich jetzt dahin. Aber ich habe gesagt, ich mache noch etwa eine Stunde. Die ist vorbei. Daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe irgendwie mal wieder Spaß an WoW. Finde ich gut. War ja lange Zeit nicht so. Allerdings sollte ich trotzdem noch andere Dinge spielen. Aber schauen wir mal. Also, schlaft gut, träumt süß. Adios.